Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Watch Dogs. Jawohl, heute habe ich eine erfolgreiche Nachricht gelesen bei Watch Dogs, und zwar, dass es bald ein Update geben wird für diese Performance-Probleme. Also liegt es wohl doch am Spiel und nicht an den Grafikkartenherstellern. Wie ich ja erklärt habe, dass man wirklich genug Leistung über hat, aber irgendwie die Leistung nicht richtig abgespielt wird. Leider. Der hört sich ja geil an. Respekt! Ich glaube, das soll eigentlich ein Ford F500 sein, oder wie man die nennt. Ich glaube. So, wir machen heute... Was machen wir denn heute? Ein Parker verfolgen. Ich glaube, heute machen wir mal die Hauptquest weiter, oder? Oder gehen wir jetzt erstmal hier die... Komm, wir hacken jetzt erstmal das nächste System, würde ich sagen. Das war hier, und danach holen wir uns das System. Dass wir überhaupt hier erstmal ein bisschen weiterkommen. Würde ich sagen, ne? Das machen wir jetzt erstmal. Ja, wir müssen jetzt erstmal irgendwie hier oben auf die Straße kommen. Oh. Das klappt nicht. Tag, Boss. Erstmal hier alles stauen, scheißegal. ja, mich freut's ungemein, dass Watch Dogs endlich doch drauf eingeht, was es für Probleme gibt mit dem Spiel. Und ja, ein Glück, wenn wir ganz ehrlich sind. So, wir düsen jetzt ab und nehmen jetzt erstmal den nächsten Turm ein. Ihr habt ja auch gesagt, ich soll auf jeden Fall Nebenquests mitmachen. Das werden wir natürlich jetzt auch alles machen. Diese Minigames, die werde ich nicht nochmal machen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Außer wenn ich da durch irgendeine Platz da hier kommt. Der Pickup. Oh. Außer wenn ich dadurch irgendwelche Vorzüge habe. Viele haben gesagt, warum keine... Oder... Warum ich keine Musik anhabe, erkläre ich jetzt hier nochmal. Da ich schon ein paar Folgen habe, die gesperrt worden sind, wegen der Musik im Hintergrund. Also YouTube pinkelt sich zurzeit, oder unser deutsches Gesetz pinkelt sich zurzeit sehr da an. Und wir können fast gar nichts mehr machen. Ja, bei Tropico sogar die Musik wird gesperrt. Also ganz, ganz schlimm. Ja, sonst hatte man das, dass man es nicht motorisiert worden ist. Das stört mich nicht so. Dass halt keine Werbung kommt, ja. Mein Gott, dann habe ich halt keine Werbung. Man muss ganz ehrlich sagen, wenn man nur so ein paar Klicks hat wie ich und das wirklich auch Spaß macht, dann kann man damit nicht so viel Geld verdienen. Ja, das sind Centbeträge, die man da im Monat kriegt. Das ist eine Lachnummer, Leute. Wenn so einer wie Gronkh oder hier Pizmit, Leute, da geht es dann wirklich schon ums Geld bei denen. Aber bei mir ist das nebensächlich. Aber nein, das ist dann nicht passiert, sondern es ist das passiert, dass die Videos richtig gesperrt worden sind. Ja. Und das finde ich blöd. Das ist nicht das, was ich mir erhofft hatte. Bei sowas. Und das ist das erste Mal, dass ich das habe bei diesen zwei Spielen. So, da hätten wir die nächste Zentrale oder diesen nächsten Turm. Den müssen wir jetzt erstmal suchen. Okay, wir hacken uns jetzt erstmal in die Kamera. Ja, wer ist denn das? Guck mal, das, lol. Was soll das denn? Da wird mein Gesicht weggemacht. Gesichtserkennung fehlgeschlagen, okay. Also mich selber kann ich nicht hacken. Ich suche eigentlich die nächste Station, Leute. Ja, gib mal her, so ein Ding. Du musst mir glauben, sie belügt dich. Du kannst ihr nicht trauen. Kein Stück. Hey, zwei kaufen, nur eins zahlen. Gleich hier. Kommen Sie in den exklusiven Laden mit Ihrer Freundin. Versuch doch einfach mal... Entschuldigung. Mit Ihrer Freundin. Oh, komm. Lass uns Ball spielen.
Hey, Alter, lass uns Ball spielen. Entschuldigung. Ah, komm, hier wahrscheinlich. Ich hab die Antenne. Da ist die Antenne. Okay. Da kommen wir nicht rauf. Aber hier. Das Teil ist gesperrt. Also müssen wir doch hacken. Okay, das war nicht die richtige. Leute. Den haben wir entriegelt. Das Kabel geht da lang. Wir brauchen die Kamera. Da, entriegeln. Jetzt haben wir es. Ha! Bin ja nicht blöd, ne? Ha. Ich mag das. Ja, Überwachungssystem. Ja, das sagen wir jetzt nicht zu, ne? Überwachungssystem. So, da haben wir das nächste System freigeschaltet. Oder die nächsten Stadtviertel, was ich eigentlich auch sehr wichtig finde. Sehr schön. So, das hätten wir. Oh, scheiße. Glabur springt da runter und ich sterbe. Glabur, du versaust das Spiel. Halt dich nicht unnötig als Angestellten. Haben wir das jetzt freigeschaltet oder hat er das jetzt wieder gesperrt? Nein, haben wir freigeschaltet. Sehr schön, Leute. Da haben wir ein Versteck. Wir machen die Fahrt hier. Die Kaffeefahrt. So, wie weit ist das weg? 700 Meter. So war ich... Was? Warum? Warum soll ich das Finger weglassen vom Auto? Was habe ich davon? Hä? Ich laufe doch nicht zu Fuß. Jeder Gang macht schlank. Ja, und was das für ein Grippe ist. Ja, ein bisschen Crash verursachen, aber jetzt Lust zu. Wenn ich gleich aussteige, ja, und dir meine M4 ins Gesicht halte, dann läufst du. Boah, Alter, wenn der LKW hupt, ne, das ist schon heftig. Oh! So, jetzt machen wir hier eine Hauptaufgabe noch. Wenn ich mal nicht wieder abkacke. Alles grün. Hast du ein Problem oder was? Ich komme, Junge! Lauf, Fetti, komm! Lauf!
Schlechter Beifahrer. So, wollen wir jetzt mal machen hier. Eigentlich haben wir die schon gemacht, so wie ich das in Erinnerung hatte. Aber irgendwie hat er nicht gespeichert. Ja. Wo verdammt warst du denn? Es ist alles im Arsch. Scheiße, Mann, es ist alles im Arsch. Bin unterwegs. Tempo, Mann, die finden mich sonst. Tempo. Tempo, Tempo. Welches Fahrzeug sollen wir denn nehmen? Welches Fahrzeug nehmen wir denn? Den da. Der ist cool. Die Chicago Police hat einen nächtlichen Einbruch. Stopp. Da müssen wir hin. Vereitelt. Einer der Einbrecher starb am Tatort, ein zweiter ist auf der Flucht. Rechnen Sie wegen Straßensperren mit Verzögerungen am Parker Square. Boah. Leitstelle hier, haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigem. Polizeiverfahren besteht aus drei Phasen. Scan, weisen Sie den gelben CTOS-Scan-Bereich aus. Verfolgen, hängen Sie die Polizisten ab, indem Sie die Sichtkontakt unterbrechen, verlassen Sie die graue Suchbereich oder verstecken Sie sich, bis der Timer abgelaufen ist. Kennen wir eigentlich. Alle Einheiten aufgepasst, LS beginnt. Scheiße. An alle Einheiten, CTOS-Scan initiiert. Scheiße, raus da. An alle Einheiten, CTOS-Scan initiiert. Wartet mal ganz kurz. Wir müssen da hin. Leitstelle hier, haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigem. An alle Einheiten, CTOS-Scan initiiert. Ah, wir bleiben hier stehen. Aufgepasst. Ha. LS beginnt jetzt CTOS-Scan nach Flüchtigem. Weiter geht's. Müssen jetzt so ein bisschen austricksen. Alle Einheiten aufgepasst. Oh. LS beginnt jetzt CTOS-Scan nach Flüchtigem. Okay, haben wir. Alle Einheiten CTOS-Scan initiiert. Oh! Nicht da reinfahren. Auto ausmachen. Einsatzkräfte, CTOS-Scan nach Verdächtigem wird gestartet. Schneller, komm, Baby. Leitstelle hier, haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigem. LS an Einsatzkräfte, CTOS-Scan nach Verdächtigem wird gestartet. Okay, haben wir geschafft, Leute. Einladung, sonst bist du tot. Ich bin der Fahrer. Scheiße, Mann, was hat so lange gedauert? Hast du ein Auto? Das Ding ist völlig platt. Nein. Meine Regeln, dein Auto. Das ist der Job. Also gut, Mann, komm, wir müssen. Ach du Scheiße. Wenn Sie auf suchende Gegner entkommen, verlassen Sie das Suchgebiet unbemerkt. Sie können sich auch mit F Ihren parkendes Fahrzeug verstecken. Achtung, auf kurze Distanz können die Gegner Sie und Ihr Auto trotzdem erkennen. Treten Sie aufs Gaspedal mit W, um das Fahrzeug wieder zu starten. Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich habe ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Lol. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Habe ich schon verstanden, warum ich abgekackt bin. Ich bin falsch gefahren. Es ist alles
Ja, ja. Wir müssen dahin. Gelaufen. Eddie ist tot. Ich hab ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Setz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Verdammt, ein Streifenwagen. Ich sehe ihn. Scheiße, Alter, wie soll ich das machen? Leute, das ist schwer. Also die Strecke können wir schon mal nicht benutzen. Wir müssen irgendwie außerhalb rum. Es ist alles schief gelaufen. Eddie ist tot. Ja, ja, ich brauche trotzdem Wegpunkt, dass ich ungefähr weiß, wo ich hin muss. Liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Setz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Halt den Kopf unten. Leitstelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, verhältst du dich ruhig. Dann sind wir nur ein geparktes Auto. Verstanden? Ja, ja. Okay. Scheiße, meine Hände hören nicht auf zu zittern. Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? So viele. Leute, wie mache ich das? Na komm, Mann, sprich mit mir. Ich flipp gleich aus. Vielleicht lebt Eddie noch, hä? Er wurde im Bauch getroffen. Hab mal gehört, das sei nicht so schlimm. Ist das wahr? Sowas kann in beide Richtungen gehen. Wenn die Kugel nicht durchgeht, wird das zu bösen Kollateralschäden. Hör mal, die Cops werden antworten wollen. Also wird dein Freund sicher ins Krankenhaus eskortiert. Du hast doch schon viele Bauchschüsse gesehen, hä? Wie viele davon haben überlebt? Überlebt? Oh, oh. Konzentrieren wir uns darauf, dich hier rauszuholen, okay? Mein Gott, ich hab Eddie getötet, ich weiß es. Boah, der geht ich mir auf den Piss, Leute. Ich muss mir erstmal irgendwie hier einen Weg überlegen. Hält sie vielleicht auf. Ich hab auf den Arm gezielt, Mann. Ich schwöre bei Gott, einer von uns musste es schaffen, oder? Diese Leute akzeptieren kein Versagen. Die Polizei sucht jetzt nach einem Schützen statt nach einem Einbrecher. Das macht es nicht leichter für uns. Du musst mich rausbringen, Mann! Sonst bin ich am Arsch! Du hast Glück, dass du nicht laufen musst. Ich glaube, die Mission soll dich nochmal neu... Irgendwelche Spuren? Weil ich komme hier unten nicht wieder raus, Leute, aus dem Rangierbahnhof. Ich hätte gedacht, hier könnte ich irgendwie langfahren. Aber hier kommen wir nirgendwo lang. Ja. Flüchtling ist tot. Also das, so klappt es nicht. Auf gar keinen Fall. Die ist gar nicht leicht, die Mission. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Müssen wir mal gucken. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Einschalten bei Watch Dogs. Wir hören uns morgen wieder in derselben Folge und versuchen... In der nächsten Folge versuchen, irgendwie klarzukommen. Ich muss irgendwie an den Straßensperren vorbei. Mal schauen, wie ich das schaffe. Bis morgen, euer Glabotscher.